Habe ich jetzt was hast? Tatsächlich. Oh! Oh! Mega! Es sei dir gegönnt, Maga. Ah ja. Alarm! Oh, ich weiß, wer es nicht war. Mann. Hä? Den habe ich da oben rechts eben noch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Auch. Wo finde ich dieses Lifelines-Ding? Ich wollte mir das mal angucken. Name Office. Du bist da, also du bist ja an mir vorbeigelaufen am Ende. Du musst rechts quasi beim Card swipen. Da sind drei Monitore und der rechte Monitor, dieser weiße Monitor, der ist das. Ah, ich war gerade bei Admin. Und okay, also meine Messerstiche gegen Mike taten mir schon leid, aber jetzt nochmal drei. Das ist schon geil. Also die jetzt nächste Runde ist schon mal schon 10 von 10. Schaut gerne mal bei Mike vorbei, ja? Ein kleinen Support an dieser Stelle mal. Lass ihm ein Herzchen da. Ja, lass ihm ein Herz da. Ach so, ich darf ja... die Glocke, die mal Glocke. Ich war, am Ende habe ich Jay gesehen. Ich nehme für den Mord, den ich gefunden habe, also das müsste ja dann diese gewesen sein, nur Ray und Sven raus. Das war letztes Mal auch bei Sebastian so. Sebastian hat gesagt, er hätte mich gesehen, aber der hat mich nicht nur gesehen, weil er Imposter war und dadurch hat er jetzt auch so gemacht. Ich habe dadurch auch nicht gesehen. Ich kann aber auch Ray, Sven und Dalu rausnehmen, weil ich bin aus Lab rübergelaufen. Ja gut, aber da liegt ja die Leiche. Genau, ja. Wir können ihn ja gekillt haben und dann... Das ist echt schwierig. Also Jay, ich weiß nicht, wo du hingeguckt hast, aber du bist quasi irgendwie rübergelaufen. Ja, also ich kam von Communications hoch in Electric. Maxi habe ich auch gesehen, wie er von quasi Storage Lab rüberkam. Also könnte auch Maxi sein. Ja, ja, aber prinzipiell, klar, wir sind zu viert jetzt da gelaufen. Dalu ganz vorne, der macht den Report. Also. Ich rieche so einen Kuschinski. Nee. Okay, dann nicht. Dann rieche ich was anderes. Ich wollte gerade sagen, das riecht. Ich bin tatsächlich direkt unten in diesem dicken Raum, da wo man quasi alleine hingehen kann. Also da wo man diese Steine und sowas reintut. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Habt ihr gesagt, Mike? Also hat jemand Mike gesehen oder weiß er, wo er liegt? Ich sag nur, dass ich da war. Eventuell war es Suizid, weil keiner hat Mike gesehen. Ich glaube, Mike scannt sich immer noch. Ich glaube, Mike hat sich einfach selber umgebracht. Der ist in die Lava gesprungen. Er wollte einfach. Ja, bestimmt. Ey, Dalu, ist das so ein Ding mit uns beiden jetzt in der Runde oder was? Wir haben uns beide nicht getraut am Licht, weil das. Ja, eben. Dadosch war es also, ja? Es hat noch keiner so wirklich Task gemacht, sehe ich gerade. Uff. What the fuck? Oh, come on, wenn Dadosch jetzt nicht rausgewotet wird, ne? Alter, dann weiß ich, da hätte ich aber schon 30 Mal Report gedrückt. Alarm. Aber wollt ihr mich verarschen? Wie lange hat denn das gedauert, Alarm? Meine Hand keiner ist rechts gegangen, bis ich da immer wieder gegangen bin. Ich war unten im Specman, bis ich da rauskam. Wow. Maxi, wo? Bitte. Im Lab. Im Lab. Die Leiche lag vor dem Alarm schon da. Sag mal, bei dem Alarm, ne? Da muss ja einer seine Patscherhand da oben links draufhalten. Das hat Dadosch gemacht. Ne? Genau. Da kam mir ja dann das Pulk entgegen, die das auch machen wollten. Dalu, bist du auch schon von da oben links dann gekommen? Ja, darf ich kurz anmerken, dass Dadosch der Letzte ist, der seine Hand auf das Ding gelegt hat und trotzdem von dem Ding weggegangen ist. Nein, das ist gelogen. Was stand da? Da stand noch einer? Nein, Dadosch hat das gedrückt gehalten. Ja, als ich hochgegangen bin, hast du einen Step nach unten gemacht. Ja, genau, weil ich jetzt gucken wollte, wer da nicht hingeht. Also ich habe die ganze Zeit gewartet, ich war ganz zu Beginn dahin, da stand Dadosch schon da. Ich bin natürlich ein bisschen weiter weggelaufen. Ganz ruhig jetzt. Dalu, woher weißt du das mit der Leiche? Weil ich, als Chris mich 8-mal an dem Attentable gechased hatte, ich wollte mal gucken, was du machst. Zu Lifeline gerannt und da war Jay schon tot. Aber du hast ihn nicht gesucht, oder was? Danach war Alarm. Bin ich ja, gut, geleistet hast du ja trotzdem nicht. Deine Hand war ja nicht am Feld. Ja, deine auch nicht, als ich ankam. Ich habe die ganze Zeit, ich glaube, von den 45 Sekunden habe ich 43 Sekunden meine Hand drauf gehabt. Als alle weggegangen sind, hast du auch losgelassen. Ja, weil ich jetzt gucken wollte, ob irgendjemand hingeht. Ich habe ja nichts gesehen. Du hast dieses riesen Feld. Jetzt tut nicht schon wieder gegeneinander. Das macht doch keinen Sinn. Also rechts, oben rechts. Kalle und Sven habe ich noch gesehen, weil ich bin ja, nachdem ich Specman war und das Simon Says direkt gemacht habe. Kalle war links unten mit mir. Dadosch war oben. Kam aus Specimen raus. Er könnte durchgelaufen sein. Ja, ich dachte, das ist... Also, ich bin Communications Garbage, dann nach rechts, links zu dem Ding, dann rechts zu dem Ding. Ja, das habe ich dich auch gesehen. Links unten. Also haben wir gar keinen Indiz. Dadosch hat die Hand runtergenommen. Ja, für eine Sekunde, weil... Er hat ja die ganze Zeit. Er hat schon die ganze Zeit. Wer votet denn da immer schon wieder Kalle? Einer votet immer. Ich habe Dalu gewählt. Dizzy ist ja immer dabei, wa? Wow. Dadosch, du Penis, ey. Du blöde Drecksau. Erst killst du mich und dann haust du noch so eine Posse raus. Du Arsch, du.
Blödes Schwein. Okay, damit sind wir durch. Mir folgt eine ganze Affenbande und ich weiß nicht warum. Ja, ich bin weiter vorbeigelaufen. Das ist ein Grund, oder? Da kam die mir entgegen, dachte mir, gehst du mal gucken. Ist aber auch noch ich war die ganze Zeit bei Maxi und Chris, hab dir einfach geguckt, was die machen, weil ich fertig bin. Und dann habe ich jetzt am Ende verschwunden. Verfolgt. Ich dachte, der wäre in diesen Raum reingelaufen, wo du mich gesehen hast. Ich habe die Flaschen aufgefüllt. Ich verdächtige weiterhin gelb und skippe. Meine Nase ist eher bei Weiß. Aber es ist auch kein Mord passiert. Also ganz kurz, Communications war Ray mit mir zusammen und wir haben das Ding wieder angemacht. Für mich ist es immer noch da. Ich habe dir nur dabei zugesehen. Ja, kannst du das erklären? Ja, dein Sidestep. Ja, also ich bin an dir vorbeigelaufen, da war niemand anderes in der Nähe und du hast instant umgedreht, als wenn du mir jetzt nachlaufen wolltest, um mich zu killen. Doch, wir sind doch zu dritt gerade. Nein, doch. Ja, man macht mal umgedrehte Psychologie. Dalu hat einfach reportet, weil es war im Sack, ihn, dass alle bei ihm sind und er keinen Kill machen konnte. Doch, ich hätte Sven töten können, unten rechts Specimen, war ganz alleine da, easy going. Ich habe nur nicht gesehen, wer da lang gelaufen ist. Deswegen das war ich und okay. Ich hätte dich da abschlachten. Du hättest mich super einfach. Das hätte niemand gefunden. Das hätte niemand wirklich. Also, ja, nee. Ich habe trotzdem da. Oh, ja. dann hoffe ich, dass ihr jetzt einen Sabotage-Win holt. Ich gönn's in den Postern. Wie sie ihn rausgekattet haben. Okay. Alright. Ich weiß es! Ich hab's gesehen. Und wer war's? Ray. Nein. Doch, weil die Leiche ist gewackelt und du bist an mir vorbeigelaufen. Dann hast du den Kill hinter mir gemacht. Nice. Ich glaub dir, Sven. Easy game. Dann ist es Sven. Bevor wir jetzt noch einen Fehler machen, weil ich glaube nämlich nicht, dass es Dalu war, um ehrlich zu sein. Also ich bin mir da nicht so sicher. Wir können uns aber sicher sein, wer es war. Wobei, es war kein Double Kill, aber hätte das Timing gepasst? Also muss es denn Dalu gewesen sein? Aber Ray hat Dalu eigentlich vor die Flinte geworfen mit seiner Aussage. Also du kannst es auch sein. Hä? Ja, das heißt, aber Moment, aber das ist doch okay dann. Hab ich du hast gesagt, weil umgekehrte Psychologie. Ach so, ja stimmt, habe ich echt gesagt, aber war eigentlich nur so das aus Spaß gesagt. Das war das Einzige, gesagt. Was gegen Dalu gesperrt am Endeffekt. Gut, aber das bedeutet ja, dass Dalu anscheinend Imposter war, weil es ist nur ein Kill passiert, oder nicht? Weiß ich mir nicht sicher. Ich bin mir das auch nicht sicher, aber es hätte ja ein Double Kill sein können und ich meine... Wenn Sven instant reported hat. Ich habe die Leiche steht. Also Sven ist an mir vorbeigelaufen und dann kommt der Report. Ja. Also für mich ist das halt ein Kill-Report. Ja, und jetzt versucht er es mir 50-50. In die Schuhe zu schieben oder so, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ich bin da oben gelaufen, wollte Seismik ausmachen. Ich bin nochmal kurz nach rechts gegangen, da habe ich dich aus der Tür laufen sehen und die Leiche stand exakt hinter dir. No chance, Alter. Hat jemand vorher Sven oder Ray safen können oder verdächtigen können? Nee, nein, ich wäre. Also ich hatte einmal. Nur Dalu ist an mir vorbeigelaufen. Aber das war halt irgendwas, was ich gesehen hatte. Also ich konnte nur einmal in der Runde, als zwei Kills passiert sind, war ja Ray bei mir. Und das war Communication. Beim ersten Ding hatte ich Dalu bei mir. Ich habe dann vorher habe ich dich oben links gesehen und Kalle, da war ich nicht. No chance. Also Dalu ist für mich nicht safe. Es ist auf jeden Fall Sven, mein Dalu auch nicht. Ihr seid so Dullis, Alter. Aber. Oh mein Gott. Das heißt, es leben noch zwei. Oh mein Gott. Dass aber auch immer keiner hört. So, das ist. Wenn jetzt jemand wirklich super sure ist, das, was Sven gerade gesagt hat, so hat Sven halt. So argumentiert er halt nie. Also, er war halt safe, er wusste es. Ja. Danke. Hä? Ja, nett von euch. Warte mal, wer hat denn gerade den Dalu-Vote gemacht? Bei Aussage gegen Aussage, ja, Ray vs. Sven. Das war lucky. So, wer war das denn? Ich war das, nein. Ich glaube, das war Kalle, oder? Ja. Ja, ja. Warum? Warum? Warum würde man viel weil ich die ganze Zeit gesagt habe, dass Dalu für mich nicht safe ist und dann vote ich. Ja, aber dann musst du doch überlegen, wenn halt die beiden sich fetzen, dann musst du doch. Ja, aber die haben doch gar nicht. Also, nein, Jay, es hat niemand zugesagt, dass die gevotet wurden. War ein lucky also, Timing, ey. Es wurde einfach gevotet und es hat niemand gesagt, dass wir jetzt klar Ray rausvoten oder nicht. Oh, Ben! Nee, ist klar, Sven. Und Ray sagte logischerweise Sven. Also, ich würde verstehen, wenn der eine sagt, du bist es und der andere sagt, du bist es. Also, wenn du halt fünf. Ja, aber wenn ich Sven rausrote, ist er auch verloren. Also, Quatsch. Der Joke war natürlich. Ja, natürlich. Also, nicht gewotet. Klar, natürlich, wenn du dich für die falsche Seite entscheidest, ist das der Vote. Aber damit kam es gar nicht zu der Möglichkeit. Vor allem, ich dachte, komm, ich shoot jetzt einfach mal gegen Dalu, da wird eh keiner drauf anspringen und dann voten alle für Dalu. Ich so, nice. Er ist halt so nice, als Imposter kannst du dann halt einfach auf ihn voten, ohne dass du verdächtigt wirst, weil es man.
das macht es schon extrem einfach, ja. Weil ich denke mal auch, dass du derjenige warst, der auf Sven gewotet hat jetzt am Ende, oder? Ja, klar. Ja. Dalu hat gesagt, das ist gelb, wollte sich nicht erklären. Ja, also doch, ich hab Dalu gesagt, dein Sidestep. Jemand läuft an dir vorbei, du drehst um. Ich weiß überhaupt nicht, was Sidestep sein soll. Ja, du hast die Richtung gewechselt. Wenn du eine Task machen willst, wechselst du doch nicht die Richtung. Wenn ich von A nach B rennen will, dann renne ich doch nicht einem hinterher auf einmal. Ja, stimmt, aber wenn ich Leute sehe, dann laufe ich dir manchmal einfach so ein bisschen hinterher, um zu gucken, was die machen. Ja, und als Imposter würde ich das auch machen, wenn ich das Messer habe. Tja. Da hast du wohl eine ganze Woche durchgehalten und alle 6 Folgen gesehen, wenn du dieses Gesicht gerade siehst. Ich bedanke mich bei dir, dass du durchgeguckt hast zum Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast Spaß gehabt und hast irgendwie genauso viel gelacht wie wir in dem Moment. Lass dir gut gehen. Wann auch immer du das guckst, hab einen schönen Tag, hab einen schönen Abend, eine schöne Woche, schönes Wochenende, schöne Ferien, was auch immer du da draußen machst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.